Ramadan Tag Nummer 3. Jede bisschen. Heute ist was? Moscheetag, ne? Ja. Samstags sind sie in der Moschee, die Jungs sind schon fertig. Ja, die Jungs kommen gleich wieder. Und dafür gehen die Mädchen, die haben leider so unterschiedliche Zeiten. Die Jungs kommen, die Mädchen gehen. Aber wenn ihr wiederkommt, machen wir was Süßes, ne? Ja, Kekse. Okay. Ja, Cookies, die wollen Cookies. Machen Chocolate Chip Cookies, oder? Ja. Esmas Favorite? Ja. Oh, schön mit der Weste. Schönes Outfit. Maschallah. Sehr hübsch. Sag mal, warum seht ihr alle so hübsch aus heute? Maschallah. Heute machen wir Sushi, denn das hatten wir jetzt eine Weile nicht mehr gemacht und haben da echt Appetit darauf. Und ich weiß, dass es vielen schwerfällt, Sushi selbst zu machen. Deswegen zeigen wir euch unser simples Rezept. Vor allem mit einem kleinen Helferlein, was wir jetzt hier haben. Das hatten wir auch mal ein paar, so ein Video darüber geschickt. Da bin ich mal gespannt, ob das noch schneller geht. Beziehungsweise dann auch eben so kinderleicht ist, dass die Kids das nämlich hier mitmachen können. Ansonsten ist ja Madame immer unsere Sushi-Rollerin. Die kriegt das immer am besten hin. Vielleicht habt ihr das schon in ein paar Videos gesehen. Ich habe nämlich einen neuen Reiskocher. Endlich einen richtig tollen Reiskocher, der von der Größe her passt. Ich hatte nämlich vorher einen, der war relativ klein. Der war auch leider nicht so hochwertig. Also es hat auch da leider der Reis drin geklebt und so weiter. Deswegen freue ich mich sehr, sehr, euch heute den neuen Reiskocher, den ich schon seit ein paar Monaten benutze, hier einmal zu zeigen und zu empfehlen. Denn türkischen Reis kriege ich echt super hin, aber sobald es darum geht, irgendwie Sushi-Reis oder dann auch mal Basmati-Reis und so andere Reissorten genau auf den Punkt hinzubekommen, tue ich mich schon schwer. Deswegen ist der Reiskocher dafür sehr, sehr hilfreich. Und wenn ihr nicht wisst, wie so ein Sushi funktioniert, empfehle ich euch auf jeden Fall mal so eine Starterbox zu testen. Da ist nämlich alles drin, was ihr für ein perfektes Sushi braucht. Mit dem Rabattcode Berliner Sechslinge bekommt ihr nämlich ab einem Einkaufswert von 25 Euro eins von 4 verschiedenen Geschenken gratis dazu. Starten wir jetzt mal mit dem Sushi. Ihr findet bei Reishunger unterschiedliche Rezeptboxen und Kochpakete. Diese erleichtern euch den Einstieg bei Rezepten, die ihr vielleicht noch nicht ausprobiert habt. Denn dort habt ihr alle Zutaten, die ihr für ein perfektes Sushi, Curry oder, was ich sogar entdeckt habe, eine Ramenbox gibt es. Oh, die muss ich auch mir unbedingt noch bestellen. Ein Rezept ist auch mit dabei. Und auf dieses Gerät bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich damit das Sushi rollen lässt. Ihr habt im Reiskocher einen Dampfgareinsatz, wo ihr während der Reis kocht auch etwas dämpfen könnt. Dann praktisches Besteck und ein Messbecher. Der Topf lässt sich abnehmen und somit praktisch zum Waschen, und der ist richtig schön beschichtet, also da klebt wirklich nichts dran. Sehr schön zum Reinigen, man kann nämlich alles abmachen und schön waschen. Das ist mir auch immer besonders wichtig. Hier habt ihr auch so einen kleinen Behälter hinten, dort landet dann immer das Kondenswasser, wenn man den Deckel öffnet. In der Beschreibung steht auch zu jedem Reis die passende Angabe vom Messbecher. Also wie viel Wasser benötigt man auf einen Becher Reis, das ist sehr, sehr praktisch, denn da ist ja auch immer unterschiedlich von Reis zu Reis. Und eben gerade bei Reis gibt es diese Einstellung für weißen Reis, braunen Reis und Sushi-Reis. Und das Tolle an Reishunger ist, ihr bekommt den perfekten Reis auf Knopfdruck. Jede Art von Reis hat sein eigenes konzipiertes Programm, zum Beispiel weißer Reis, Vollkornreis, Sushi, Quinoa, Crispy für Tadek, Kongi und Turbo. Im Gegensatz zu etwas schnelleren Modellen, die mit Vollgas und höchster Hitzestufe arbeiten, durchläuft er im digitalen Reiskocher 7 verschiedene Hitzestufen und gart den Reis dadurch gleichmäßig mit vollem Aroma und perfekter Konsistenz. Wertvolle Nährstoffe werden so erhalten.
Wenn euer Reis fertig gegart ist, dann stellt er sich automatisch auf den Wärmehaltemodus. Das ist super praktisch. Damit könnt ihr auch die Reste vom Reis dann auch wieder erwärmen, ohne dass der anklebt oder anbrennt. Also das ist super, super praktisch. Wir haben hier auch ein ganz simples Sushi gemacht mit unserer Thunfisch. Füllung. Ich schreibe euch das nochmal in die Infobox, was da reinkommt. Und Gurke, also das ist so unser Standardfüllung, die einfach jeder am liebsten mag. Und dann klappe ich das zu, löse das hier und ziehe bis zum Ende raus und fertig. Das ist easy. Klappen wir das wieder zu, lösen das hier und ziehen einfach. Es geht ganz easy. Bis da ganz raus und ihr habt eure fertige Rolle. Wow! Und die sehen gleich aus. Also mit den kleinen Helfern ging das Sushi einfach super schnell und ist nicht so aufwendig, wie man sich das vorstellt. Deswegen probiert es sehr, sehr gerne aus. Ich liebe es auch, Currys zu kochen, denn diese gehen super schnell und die kann man immer variieren. Ihr habt hier auch noch eine Currybox und da ist alles, was ihr dafür braucht. Ihr könnt da einfach variieren, welches Gemüse ihr verwenden wollt, ob mit Fleisch oder ohne. Ich habe das Curry diesmal mit Basmati-Reis gemacht, mit Tofu und ganz viel leckerem Gemüse. Und die Currypasten sind so praktisch. Ihr braucht nämlich nicht vorher irgendwie Zwiebeln, Knoblauch und Gewürz anbraten, sondern es geht super schnell. Den Reis habe ich natürlich vorher gewaschen, kommt in den Reiskocher, Wasser drauf, starten und dann müsst ihr nichts mehr machen und könnt in der Zeit in Ruhe kochen. Es gibt sogar einen Modus, wo ihr Zeit vorher einstellen könnt. Also wenn ihr wollt, dass es auf eine bestimmte Zeit der Reis fertig ist, könnt ihr auch nochmal eine Zeiteinstellung machen. Und ihr könnt auch noch so viele Dinge mit dem Reiskocher machen. Also ihr könnt sogar Suppen kochen und weiß ich was. Ich habe bis jetzt die ganze Zeit nur Reis gekocht oder auch Quinoa und sowas. Der ist ja auch nicht so einfach zum Kochen. Also für das Curry habe ich diesmal Tofu verwendet. Ich habe Karotten, Süßkartoffeln, etwas Paprika und Zucchini später noch reingemacht. Als Vorspeise gibt es heute eine Tomatensuppe, diese eigentlich klassisch Tomate, Basilikum. Ich zeige euch, wie ich die mache. Ich werde Zwiebeln anschwitzen mit Knoblauch, dann kleine Mehlschwitze machen, ein bisschen Tomatenmark. Dann kommen die frischen Tomaten rein, koche ich, püriere ich und am Ende ein bisschen frischer Basilikum. Bevor ich das aber mache, fange ich schon mal an mit meinem Fladenbrot wieder. Das Fladenbrot habt ihr auch bei Ramadan-Tag Nummer 1, glaube ich, gesehen. Ja, ihr seht das auch im Thumbnail-Bild, da sieht man nämlich auch das Fladenbrot. Da steht auch das Rezept drin. Diesmal mache ich so ein bisschen die Form anders. Ich habe es ja da das erste Mal gemacht und da hatte ich so einen Struggle mit diesen Backblechen, weil mein Ofen da nicht so geeignet ist, um dass ich so zwei Bleche aufeinander stapeln kann. Deswegen werde ich das heute ein bisschen anders machen. Thank you.
Zwiebeln und Knoblauch schön anbraten, bis es richtig schön Farbe hat alles. So, jetzt braten wir noch etwas Tomaten, beziehungsweise bei mir ist es ja immer dieser Tomaten-Paprikamark an. Dann ein bisschen Mehl schützen wir mit an. Dann kommt hier meine selbstgemachte Gemüsepaste mit rein. Die muss ich auch jetzt langsam wieder machen. Geht schon langsam leer, aber dann zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. So, und jetzt können auch schon die Tomaten dazu. Mein Akku ist leer, blinkt. Die Tomaten dazu geben. So. Und auch schon mit Wasser abgießen. Lassen wir die Suppe erstmal köcheln. Ach, nein, hat geklebt. So, echt aufpassen. Der Teig ist so klebrig. Oh, meine Hände ein bisschen bemehlen. Kann mir einer wieder die Dings hier halten, die Folie einmal halten? Das ist ja echt ein bisschen doof, dass das hier so rumrutscht alles. Oh, das ist lieb von dir, danke. So. Ihr seid so weit weg, kommt doch näher. So, hoppa. Ja, genau, halt da fest, weil das sind die Seiten, die ich am meisten so ziehen werde. So. Tamon, danke schön für deine Hilfe. Mit Wasser an. Ich weiß, manche machen das auch mit Olivenöl. Ich hatte auch andere Rezepte, da habe ich das mit so Ei und Joghurt gibt's oder Ei und Öl. Da gibt es echt verschiedene, aber ich fand das mit dem Wasser, ich fand das gut. Ich fand die nämlich richtig schön knusprig. Der hat mir schon sehr gut gefallen. Dann machen wir wieder schön mit den Fingerchen ein paar Kerben rein. Wunderbar. Ich habe es sehr gut gemeint mit dem Wasser. So. Reicht. Diesmal mache ich auch ein bisschen Sesam rauf, also Sesam und Schwarzkümmel. Könnt aber nur eins von beiden auch nehmen. Könnt auch grobes Salz nehmen, Kräuter nehmen, ne? Aber dann geht es schon wieder so in Richtung Focaccia. Hey Siri, stell mir den Timer auf 30 Minuten.
30 Minuten, los geht's. Und diesmal decke ich ihn auch etwas ab. Und zwar... Hier ist das Resultat meiner Websuche. Was suchst du denn da? Wer hat gesagt, du sollst was suchen? Und jetzt decke ich das nämlich mit diesem Blush ab. Hoffentlich, ja. Ich hoffe, das drückt nicht rauf. Nee, da ist genug Abstand. So, jetzt wieder eine halbe Stunde warten und ich heize jetzt den Ofen auf. Was hast du da? Oh, ich denke, du hast die Tulpen. Dankeschön. Was hast du da gekauft? Da ist ein Pilot. Das ist für Jamel. Ah, okay. Ja. Dankeschön. Bitte. Hallo. Schauen, ich habe ja doch das Wasser dann reingekippt. Ah, das hat auch geklappt, ja, ohne Abdecken. Ich habe einfach Wasser reingekippt. Oh, das ist heiß, müssen wir mal abkühlen. So. Ahmed, kannst du mir wieder helfen oder irgendjemand? So, nochmal. Also, heißer Ofen, heißes Blech. Das nehmen auf das heiße Blech. Heiße Blech. Geben, legen, so rein. Und dann mache ich eben diese Methode und schmeiß ein bisschen Wasser rein. So, dann ist es auch gedämpft, ohne Deckel. Und nach 8 Minuten mache ich auf und lasse den Dampf entweichen. Wow. Hey Siri! Jetzt verstehe ich, warum wahrscheinlich da dieser Deckel war. Weil wenn man jetzt guckt, das ist hier ein bisschen heller als oben. Das war beim letzten eben nicht so. Ah, finde ich jetzt nicht schlimm. Ich setze den einfach gleich nochmal eine Stufe tiefer, damit er von unten mehr Farbe kriegt als von oben. Ja, oder ich mache es dann halt doch wie letztes Mal mit den Blechen. Da hatte ich es ja auch ganz unten geschoben. Ach, egal. Funktioniert. So, wenn die Tomätchen weich sind, könnt auch vorher würzen. Ich mache es halt jetzt. Bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer, wer mag, kann auch noch Chili mit reingeben. Jetzt pürieren wir die Suppe. Ups, da. So ein bisschen hier vorsichtig. Ihr könnt, wenn ihr wollt, noch einen Schluck Sahne mit reingeben. Ich mache es jetzt nicht. Ich mache das gerne, wenn ich Tomaten aus der Dose verwende. Also falls ihr Tomaten aus der Dose genommen habt, müsst ihr ja nicht unbedingt frische machen. Dann nochmal ein Klecks Sahne. Ansonsten jetzt nochmal das frische Basilikum rein. Und dann ist die Suppe auch schon fertig. Die Kinder lieben es, wenn man dann nochmal so Käse raufgibt auf die Suppe. Das ist auch nochmal lecker. Ich habe diesmal ohne das Blech gemacht, weil das andere hat gar nicht raufgepasst. Da haben wir oder? Nee, dann lieber so, wie wir das erste Mal gemacht haben, mit da ganz unten. Warum? Ja, weil das so unten heller ist und oben dunkler. Soll ja heller. Und es ist auch knusprig, aber nicht so knusprig wie das vom letzten Mal, finde ich. Also ich würde... Als Salat gibt es heute einen klassischen Tomate-Gurke-Paprika-Avocado-Salat. Genau. Der Reis, der wird jedes Mal so perfekt. Das war wirklich so yummy mit ganz, ganz wenig Zutaten. Also einfach nur das Curry, Kokosmilch, Wasser und Gemüse nach eurer Wahl. War sehr, sehr lecker. Und hier sieht man auch, es klebt nichts am Topf. Das ist einfach perfekt. Ich bin nicht so ein bisschen.
Babası değil mi? Babası seninle mi konuşuyor? Babası da ya. O biliyor mu babası olduğunu? Also ich muss jetzt meine Mutter verpetzen. Die wollte das hier nicht zeigen. Wir zeigen nur die perfekten Sachen. Wir zeigen nur die perfekten. Wir zeigen nicht die missglückten Dinge. Ja, also ich habe zu groß aus die Form gemacht und zu wenig Abstand. Aber solange der Teig warm ist, kann man den noch formen. Eigentlich mit einem Ausstecher, aber ich habe jetzt keinen großen zur Hand. Nein, nein. Versteck, Steck, Versteck. Wir zeigen immer nur die perfekten. Die anderen habe ich mit mehr Abstand aufs Blech gemacht. Ja. Die werden jetzt perfekt. Guck, aber trotzdem kann ich... Ah, jetzt werden die langsam kalt. So. Man kann theoretisch so einen Ausstecher, dann kann man so machen und dann sind die wieder alle rund. Das sind so diese Strawberry-Cookies. Aber Hauptsache, sie schmecken. Ist doch egal, die Form. Ja, die riechen super lecker. Nicht diskriminieren nicht meine Kekse. Ja, ich sag ja nichts. Jeder ist unterschiedlich, auf seine Art und Weise dennoch innen saftig und lecker. Ja, klar. Die inneren Werte zählen, nicht ja. Das Äußere. Mhm. So, guck, du kannst jeden noch formen. Kannst du den viereckig lassen? Welchen? Den. Den? Ja. Gott, mir. Du willst einen viereckigen, ne? Hallo.
Wir bereiten jetzt für Sahur, also für das Frühstück, einmal Overnight Oats bzw. Chia Pudding. Wir machen immer so einen Mix aus Haferflocken und Chia Pudding. Schmeckt den Kindern sehr gut, die mögen das, wenn das so kalt ist. Das bereiten wir jetzt vor, damit das Ganze quellen kann in den Kühlschrank. Und dann kommt später noch ein paar Toppings, bisschen Banane, ein bisschen Dattelsirup und Nüsse. Aber das ist super praktisch, das eben am Abend auch vorzubereiten. Den hat es auch so geschmeckt, wie Miriam das gemacht hat. Wie hast du das gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Was irgendwas. Nicht? Irgendwas. Einfach gemixt. Einfach irgendwas gemixt. Okay. Ich glaube so 2 Löffel davon. Das quillt ja. 1, 2. Ja, kannst du 3 machen. 3. Ja. Ah, da. Es schmeckt besser, als es aussieht. Vor allem, ich habe gelacht, ich meinte zu meinem, keiner wird mir glauben, dass meine Kinder das wollten. Ja, dann kann man sehen, die sind ernährungstechnisch sehr gut erzogen. Die wissen, was gut schmeckt. Ja. That's the healthy lifestyle. Sowas und dann ab und zu sowas. Dabei ist das auch noch selbst gemacht. Keine industrielle Herstellung mit unnötigen E-Nummern. So, und das Ganze geht jetzt in den Kühlschrank. Meine Lieben, ich muss jetzt mal was loswerden. Sagt mal, wie toll seid ihr eigentlich? Ihr wisst gar nicht, wie happy ich bin. Ich versuche ja jetzt während des Ramadans nicht so am Handy zu sein. Dennoch möchte ich natürlich eure Kommentare lesen. Also verzeiht mir, wenn ich es nicht schaffe, jedem zu antworten. Aber dennoch versuche ich alles zu lesen und ich bin die ganze Zeit so gerührt. Immer wieder schon so den Tränen nah. Wie schön ihr einfach seid. Wie schön einfach, ja, unsere Community hier ist. Ja, ich kann es gar nicht glauben. Ich wollte euch ja hier auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön dalassen. Wie toll ihr einfach seid. Ja, schön zu sehen, denn ganz ehrlich, vor euch hatte ich ja halt immer Angst. Weil, ja, Menschen, ich weiß ja, wie Menschen sind. Ich war ja auch nicht mein ganzes Leben lang eine Muslimin und ich weiß, was Menschen für Vorurteile haben und all das. Oder was ihr für Fragen habt, ne? Also habt auch bitte keine Angst, Fragen zu stellen. Also es sind so Fragen, wo, also ne, ich lese dann so, ja, bitte nicht falsch verstehen, darf ich das fragen? Hört sich vielleicht doof an und so. Ne, nein, hört sich nicht doof an. Es sind ganz normale Fragen und ich kenne diese Fragen, denn ich hatte diese Fragen ja auch als Nicht-Muslimin. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, stellt sie sehr, sehr gerne. Ich werde versuchen. Ich dachte mir vielleicht so zur Mitte des Ramadans oder so zu Ende vielleicht so ein kleines Q&A zu machen, wo ich dann nochmal schaue, dass ich jedem seine Fragen beantworten kann. Jetzt als letztes habe ich ja auch ein schönes Kommentar gelesen, wo jemand gefragt hat, wo ich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehe, was so alles den Ramadan beinhaltet und so weiter. Kann ich auch gerne machen. Ansonsten, ja, bin ich sehr, sehr gerührt und freue mich total, dass ich euch hier an unserem Alltag teilhaben lasse. Es ist halt immer so, auch wenn man öffentlich ist, man ist halt immer so, man zeigt ja trotzdem nicht alles, ne? Man will trotzdem Dinge für sich privat halten. Einerseits, klar, ich möchte halt auch meine Familie schützen. Andererseits gibt es so Dinge oder Themen, da habe ich einfach, ja, keine Lust darüber zu sprechen oder so Dinge, weil ich weiß, es ist dann immer anstrengend, wenn so viele
Leute dann so ihre Meinung dazu abgeben. Also es kann alles Mögliche sein. Sagen wir jetzt mal, nehmen wir jetzt mal Beispiel, damals Corona, ne? Jeder hatte eine Meinung. Es gab die, die sich haben impfen lassen, die sich haben nicht impfen lassen. Ist ja bis heute immer noch, gibt es sehr viele Menschen, die sich dadurch sehr gespalten haben und so weiter, ne? Also ihr wisst ja selber, wie Menschen halt so drauf sind. Und deswegen ist dann immer so für mich, ach, ich behalte lieber dann Dinge privat, als dass sich dann, weil es dann für mich halt anstrengend, wenn ich dann Dinge erklären muss, immer wieder oder so in dem Sinne. Aber ja, ich könnte hier sitzen und stundenlang mit euch quatschen, aber ich wollte mich eigentlich wirklich nur ganz, ganz doll vom tiefsten Herzen bedanken. Wir sind sehr, sehr glücklich. Mein Mann liest auch eure Kommentare und liest sie dann auch immer den Kindern vor. Das macht uns wirklich sehr glücklich, dass ihr so lieb seid. Es rührt mich wirklich, wirklich sehr. Ich hoffe, ich kann euch weiter die nächsten Tage und Wochen mitnehmen. Mal schauen noch, wir haben hier gerade ja den Tag 3 heute. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich denke, ich werde es auf jeden Fall so jetzt inshallah täglich weitermachen. Wie gesagt, es wird natürlich nicht jeden Tag so immer alles vom ganzen Tag zu sehen sein. Das schaffe ich einfach nicht. Ja, aber hier und da versuche ich das so immer wieder mal unterschiedliche Eindrücke auch einzufangen, damit ihr da so einen genaueren Eindruck bekommt von unserem Alltag, inshallah, auf jeden Fall. Dann immer denke ich so, wenn ich so Wörter sage, ne, dann fragt ihr euch, ne, was bedeutet jetzt inshallah? Inshallah ist sowas wie hoffentlich, also direkt übersetzt, so Gott will. Ne? Also wir können nicht wissen, wenn ich sage, ich komme morgen zu dir zum Kaffee, dann sagt man halt, inshallah, komme ich zu dir morgen zum Kaffee, denn ich weiß ja nicht, ob ich morgen noch lebe, ob ich morgen aufstehe, ne, solche Sachen. Oder Alhamdulillah, wenn man das sagt, dann heißt das, sowas wie Gott sei Dank. Alhamdulillah, ich bin gesund, mir geht es gut, Gott sei Dank. Also, wenn ihr Fragen habt, stellt sie sehr, sehr gerne. Auch wenn ich es vielleicht nicht schaffe zu beantworten, gibt es sicherlich auch ganz, ganz viele andere. Das sehe ich auch ganz, ganz lieb, wenn auch andere Dinge beantworten. Freut mich wirklich sehr. Deswegen verabschiede ich mich für diesen Tag. Tag Ramadan, Tag 3 für heute. Und wir sehen uns, inshallah, morgen beim nächsten Vlog wieder.